Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Annies Adventskalender. Heute ist der 7. Dezember, das heißt gestern war der St. Nikolaustag. Habt ihr da auch so spezielle Traditionen bei euch? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, denn bei uns in der Familie gibt es immer am 6. Dezember Kakao zum Abendessen und einen Gratimar. Ich weiß nicht, wie der auf der Schriftsprache heißt. Bei uns im Dialekt heißt der Gratimar. Das ist so ein Teigmännchen mit Zuckerguss, also nicht Guss, sondern so Zuckerkörnchen drauf. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Vielleicht könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, wie das in der Schriftsprache heißt oder ob es das überhaupt gibt bei euch in der Region. Das ist bei uns so die Familientradition. Aber jetzt geht es natürlich weiter mit dem nächsten Rätsel, denn wir wollen ja im Adventskalender das nächste Türchen öffnen. So, das nächste Rätsel steht an. Gestern haben wir ja das Fenster im Zimmer der drei Fragezeichen geöffnet. Und jetzt mal schauen, wie die Story weitergeht. Ich lese euch das mal vor. Es dauerte nicht lange und Peter hatte das Fenster geöffnet. Endlich frische Luft, rief er und atmete tief ein. Von ihrem Zimmer aus konnten sie direkt auf den Pazifischen Ozean blicken. Unter ihnen klatschten die Wellen an die Felsen der Steilküste. Plötzlich zeigte Justus aufs Wasser. Seht ihr dort dieses seltsame Meeresleuchten? Ein wirklich merkwürdiger Ort. Bob schmiss sich auf eines der drei Betten. Ich bin froh, wenn wir morgen früh schnell wieder weg sind. Hier könnte man glatt einen Gruselfilm drehen. In diesem Moment vernahmen sie ein undeutliches Glucksen und Gurgeln. Was ist das denn? Erschrak Peter. Justus folgte den Geräuschen und entdeckte an der Wand eine alte Wasserleitung. Jetzt war auch noch ein rhythmisches Klopfen zu hören. Dafür muss es eine Ursache geben. Los, wir verfolgen die Leitung. Neugierig öffnete er die Zimmertür. Wie ich es mir gedacht habe. Die Rohre führen durch die Wand direkt in den Flur und gehen dort weiter. Kommt mit! Peter tippte sich an die Stirn, doch dann folgte er seinen beiden Freunden. Alleine wollte er auch nicht im Zimmer bleiben. Also, jetzt haben wir hier das Abbild dieser Rohre und die Aufgabe ist natürlich, die Rohre zu verfolgen und herauszufinden, welches ans Ziel führt. Nehme ich mir hier wieder den Stift zur Hilfe und wir fangen mal beim Rohr A an. Da geht es ja direkt ins Leere, da geht es nicht mehr weiter. Dann nehme ich mal das B. Da geht es um die Kurve. Geradeaus geht es nicht weiter, also hoch. Da geht es auch nicht weiter, also wieder hoch. Da geht es nicht weiter, also runter. Hier. Unten durch geht es auch nicht weiter, also hier nach oben und zum Ziel. Also jetzt zeichne ich das mal kurz ein. So, dann sind wir uns auch ganz sicher, dass das stimmt. Also B. Welche Antwort ist richtig? Das B, dann haben wir hier diese Piratenflagge. Mal schauen, ob wir auf dem Adventskalender die Piratenflagge finden. Also, wir suchen ein Feld mit einer Piratenflagge drauf. Hier in der Kuppel ist ein Schiff und hier hat es eine Piratenflagge drauf. Das öffne ich jetzt mal. Schauen, was hier drin ist. So, nehme ich mir hier Schere zur Hilfe und schau mal, was da drin ist. Hier so eine Platte, die so rot gesprenkelt ist und sowas. Und mal auf der Rückseite lese ich jetzt mal, um was es hier genau geht. Ach so, okay, da kann man auch eine Geheimbotschaft draufschreiben. Man kann hier auf das gesprenkelte Papier, das ist also so ein Block, da hat es mehrere drauf, das habe ich am Anfang nicht gesehen, aber da hat es mehrere drauf. Da kann man mit Bleistift was draufschreiben, aber nicht zu fest drücken, dass es durchdrückt, sondern nur ein bisschen. Und das kann man da nicht lesen, wegen dem Untergrund. Und wenn man mit dem drauf geht, dann sollte man das lesen können. Also wir probieren das doch jetzt gleich mal aus. So, ich nehme hier ein Blatt weg, damit ich die unteren nicht schon verbrauche und schreibe hier was drauf. Oder ich zeichne was drauf. Und so sieht man das jetzt nicht so gut. Und wenn ich mit dem darüber gehe, sieht man das viel besser. Man sieht es zwar so auch ein bisschen, wenn man sich konzentriert, aber so geht das natürlich viel besser.
Erkennt ihr mein Schweinchen? Das ist mein Schweinchen-Smiley. Also, das haben wir jetzt heute drin gehabt. Und morgen geht es dann weiter mit dem 8. Dezember. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch ein Like da. Und sonst bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.